Moin moin und hallo Leute, ich bin's Fresh G und ja, ihr werdet wahrscheinlich merken, dass in letzter Zeit ein bisschen weniger Videos kommen. Das liegt ganz einfach daran, dass der gute Chicken und ich etwas angeschlagen sind, was man vielleicht auch ein bisschen raushört aus meiner Stimme. Aber nichtsdestotrotz möchte ich euch jetzt mal wieder ein bisschen mit News zu Battlefield 3 füttern, wie es ja des Öfteren vorkam in der Vergangenheit. Und auch heute ist es wieder so, dass DICE etwas gepostet hat auf Facebook und da bin ich mal schnell den Link husch husch gefolgt und hab etwas Interessantes gelesen und ich lese das jetzt einfach mal so gut wie ich kann vor. Und also ich freue mich drauf, sage ich jetzt schon mal so. aber nun gut, ihr wisst ja noch gar nicht, worum es geht. Ich werde es jetzt einfach mal vorlesen. Die nächsten Packs nach der ersten Erweiterung, also damit ist Battlefield 3 Back to Karkand gemeint, sind Battlefield 3 Close Quarters im Juni, Battlefield 3 Armored Kill im Herbst und Battlefield 3 Endgame im Winter. Battlefield 3 Close Quarters. Bei dieser Infantry-Only-Erweiterung finden die Spieler sich an einem rasanten Kriegsschauplatz wieder. Die HD-Zerstörung von Frostbite 2 erzeugt eine lebendige Umgebung, in welcher alles, von Möbelstücken bis zum Putz, in Stücke geschossen werden kann. Die Spieler werden die Intensität der um sie herum explodierenden Welt förmlich spüren, während sich immer mehr Schutt auf dem Boden anhäuft und das dichte Level-Design und das vertikale Gameplay eine extrem konkurrenzbetonte Umgebung erschaffen. Battlefield 3 Close Quarters führt außerdem neue Waffen, Aufträge und einzigartige Erkennungsmarken ein, die auch im Hauptspiel eingesetzt werden können. Ja, also ich finde, das hört sich gut an. Ich mag sowieso eher diese Infantry-Only-Kämpfe, besonders wenn keiner mit einem Rocket Spam da loslegt oder mit einem Nuke Tube oder wirklich an jeder Ecke der eine Claymore liegt. Besonders dann macht mir sowas echt extrem viel Spaß und deswegen bin ich schon mal gespannt, was dieses Close Quarters dann zu bieten haben wird. Wie gesagt, Battlefield 3 Close Quarters kommt im Juni. So, dann legen wir los, wollte schon sagen, geht's weiter mit Battlefield 3 Armored Kill. Nach dem straffen Infantry-Gameplay von Battlefield 3 Close Quarters wird DICE Battlefield 3 Armored Kill veröffentlichen, das die Messlatte noch einmal höher legen wird. Mit neuen fahrbaren Panzern, ATVs und mobiler Artillerie wird Battlefield 3 Armored Kill außerdem riesige Schlachtfelder für Fahrzeugkämpfe im Gepäck haben, darunter auch die größte Battlefield-Karte aller Zeiten. Ja, also bis jetzt ist, glaube ich, die größte Karte Gulf of Oman, aber ja, man kann sich da auch ein bisschen täuschen, weil die Maps ja alle unterschiedlich aufgebaut sind, aber mit dem Jet komme ich auf jeden Fall am besten klar auf Gulf of Oman und deswegen denke ich mal, dass das bis jetzt die größte Karte ist. Aber wenn ihr da was, richtigeres wisst, dann schreibt das einfach mal in die Kommentare. Ja, so viel zu Armored Kill. Armored Kill kommt, damit ich es nochmal sage, im Herbst. So, dann kommen wir zu Endgame. Battlefield 3 Endgame. Das vierte Erweiterungspack wird im Winter veröffentlicht. Details werden zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben. Wow, yay. Ja, also leider kann ich dazu jetzt noch nicht mehr vorlesen, weil, habt ihr ja gerade gehört, ne? Weil Baum. So. Dann steht hier unten noch so eine Art Notiz darunter. Patrick Beach, Executive Producer von Battlefield 3, erklärt: Statt viele kleine Kartenpacks zu veröffentlichen, präsentieren wir den Spielern mit jedem Erweiterungspack eine komplett neue Erfahrung, um für anhaltende Action zu sorgen. Unsere Erweiterungen sollen sowohl unsere große und aktive Fanbase begeistern, als auch neue Rekruten anziehen. Das erreichen wir mit einem Gameplay, das ebenso dynamisch wie unvorhersehbar ist. Das hat der gute Patrick Beach gesagt. Oder Bach. Ja, Patrick Bach. Ich habe eben mal so ein E noch vor das A reingehauen. Ja, und dann steht da drunter noch: Zusätzlich zu den drei Erweiterungspaketen werden wir mit dem kommenden Update im Frühling ein neues und von den Spielern oft nachgefragtes Feature einführen. Und jetzt, Trommelwirbel, ein voll integriertes
Game Server Mietprogramm für Konsolenspieler. Weitere Infos dazu werden wir auf dem Weg zur Veröffentlichung bekannt geben. Ja. Also an alle Konsoleros, ihr werdet dann Server von Battlefield 3 mieten können. Und wie das Ganze natürlich dann am Ende ausfallen wird, ob ihr dann auch einen richtigen Server-Browser dann bekommt auf der Konsole und sowas, ist jetzt noch nicht klar, aber wie hier ja steht, weitere News dazu werden dann noch rauskommen. Ja, das war's eigentlich. Ich wollte das nur mal kurz raushauen, weil das gerade eben hier erschienen ist. Und ich hoffe, ihr wusstet es noch nicht und ich konnte euch jetzt etwas mit Wissen anreichern. Und dann habt noch einen guten Abend, wa? Ich wünsche euch einen guten Start in der Woche, beziehungsweise die Woche ist ja schon längst. Egal. Ich wünsche euch noch eine schöne Woche. So, sage ich jetzt einfach. Und ich glaube, ich höre mal lieber jetzt auf, weil sonst kommt nur noch Stuss raus. So wie immer. Also, seid ihr von mir gewohnt. Bis die Tage. Ciao, Leute.